Güterzug am Rhein. Guten Morgen, Kollege. Du fährst heute einen Güterzug bis nach Bingen. Gute Fahrt, wünscht der Lukas. Das ist der Szenarioersteller des Szenarios aus dem Creators Club. Link zu dem Szenario ist in der Videobeschreibung. Das Ganze funktioniert auch auf der Konsole und auf dem PC. Und ich würde sagen, wir starten mal. Wir fahren nämlich heute nach Bingen und haben hier einen Güterzug am Haken, nämlich diesen hier mit dem Vectron. Siemens Vectron BR193 hier in dieser Lackierung von MRCE und LWR. Hinten dran haben wir ganz viele Container. Containerwagen. Ich glaube 30 Stück an der Zahl, also ein sehr, sehr langer Güterzug. Container beziehungsweise Containergüterzüge mit Wagen der Klasse SGGMRSS. Und ich würde sagen, wir setzen uns in den Führerstand, rüsten auf und fahren gleich los. Dazu einmal den Hauptschlüssel reingesteckt, die Führerbremsventiltrennung auf angeschlossen und die Vorwärtsfahrt ausgewählt. Dann wechseln wir einmal das Display durch, gehen dann hier vorne in die Einstellung rein. Genau, die AFB haben wir erstmal freigegeben und dann die Lichtkonfiguration, das passt soweit und dann in die Einstellung einmal die E-Bremskraft. Lassen wir bei 150 kN, ja, wobei wir können sie auf 240 erhöhen. Zugkraft ist in Ordnung soweit, Oberstrom passt. PZB-Modus nehmen wir mal die untere Zugart heute. Bremsart G, Zugbeleuchtung brauchen wir nicht. So, dann einmal die PZB an. Wir sehen, wir sind in der unteren Zugart und haben auch schon Ausfahrt. Das Ganze mit 40, das stellen wir uns einmal ein. So, und einmal noch den hier auf dunkel gestellt. Wir kontrollieren einmal, ob alles soweit passt. Jawohl, vorne haben wir dreimal weiße Lichter, hinten haben wir die Zugschlusstafeln. Wir haben den hinteren Stromabnehmer vorne, das passt auch sehr, sehr gut hier an dieser Stelle. Dann würde ich sagen, hätten wir eigentlich auch schon alles, was relevant ist. PZB. Scheint zu funktionieren. Dann machen wir noch einmal von hier, wo wir losfahren, ein kleines Foto, weil ich finde es sehr schön hier. Werden aber noch mal im Laufe der Fahrt auch noch mal vielleicht ein, zwei weitere knipsen. So. Jawohl. Mal wieder Güterzug endlich hier unterwegs im Güterverkehr. Toll. So, dann verlieren wir gar nicht mehr weiter Zeit, lösen die Bremse und schalten Leistung auf. Bremse angelegt. Na? Okay, da. Ja gut, die Bremse. Sollte man natürlich idealerweise darauf warten, dass sie sich löst. Und dann fahren wir los, mit Halt zu erwarten. Ganz wichtig, wir sind heute in der unteren Zugart unterwegs. Das heißt also, unsere Vmax ist heute 100 km/h. Und wenn wir eine Beeinflussung bekommen, dann müssen wir schleunigst auf unter 55 km/h runterbremsen. Das macht es also heute ein bisschen herausfordernder als sonst. So, halt zu erwarten, das Ganze natürlich bestätigt. So, nehmen die Leistung auch schon wieder raus. Da kommt noch eine Regionalbahn, 612er, entlang gedieselt. Doppeltraktion. So, wir bremsen schon mal langsam rein, idealerweise mit der
dynamischen Bremse. Mich gerade, ob es mit ein bisschen mehr Bewölkung schöner aussieht. Ja, oder? Das hat doch was. Ja, das sieht doch herrlich aus. Das sieht doch toll aus. So, halt haben wir hier, weil wir noch eine Regionalbahn vermutlich vorbeilassen müssen. Oh, das wird knapp. Ah, okay, es geht. Doch nicht so knapp. Da hätte mich jetzt fast der Schotterzwerg schon zu Beginn der Fahrt hier einmal kalt gestellt. So, wir lösen einmal die Zugbremse, ziehen die Lokbremse allerdings an. Genau. Und müssen jetzt warten. Ja, irgendwie Performance heute sehr schwach. Ich verstehe nicht ganz wieso. Aber vielleicht wird das gleich noch ein bisschen besser. Ich habe übrigens Container-Mod mit am Start, ne, dass die Container hier eine andere Lackierung haben. Das ist natürlich eine Mod. Rechts von uns der Rhein. Da sehen wir ihn. Und da stehen wir. Warten auch auf Ausfahrt, die haben wir noch nicht. Schönes Repaint, das Repaint ist aus dem Creators Club. Ich finde, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Gefällt mir sehr. Okay, wir haben Fahrt. Wir sehen es hier, der Schotterzwerg ist mittlerweile auf Fahrt gestellt. Bremsen sind gelöst, dann können wir fahren. Ausfahrt mit 40 weiterhin. Und wir werden jetzt nicht extremst beschleunigen. Die Regionalbahn bzw. der Regionalexpress ist natürlich immer noch vor uns. Dementsprechend wird das heute eine etwas entspanntere Fahrt. Wir müssen gar nicht so aggressiv beschleunigen, sondern können das ganz entspannt machen. Jetzt haben wir vorhin die 612er gesehen. Da dachte ich mir, eigentlich wäre es auch mal wieder schön, mit dem 612er zu fahren. Haben wir auch schon, glaube ich, lange nicht mehr gemacht.
so freie Fahrt zu erwarten. Der ganze Zug ist über die Weiche. Dann können wir die AFB auf die 100 km/h einstellen, bestätigen das Ganze und können jetzt wieder beschleunigen. Müssen wie gesagt nicht extrem schnell beschleunigen. Das kann ganz gemächlich vonstatten gehen. Also eigentlich, wenn man realistisch fahren wollen würde, müsste man das Ganze ja so fahren. Denn die Baureihe 193 in dieser Version, wie hier im Simulator haben, ist tatsächlich die, dass in Realität auf dem rechten Display diese Anzeige da ist. Und in Realität kann man tatsächlich nicht die Displays umstellen. Das ist etwas, was im Simulator zusätzlich eingebaut worden ist, unrealistischerweise, damit ja, Leute, die sich vielleicht nicht so gut damit auskennen, jetzt nicht irgendwie meckern, warum ist das dann nur auf dem Display und nicht in der Mitte? Dementsprechend wurde im Simulator zusätzlich diese Möglichkeit eingebaut, das Display zu wechseln. In der Realität geht das nicht. Zumindest nicht in dieser Version vom Vectron. Schön, mit so einem schönen schweren Güterzug, langer schwerer Güterzug am Rhein entlang fahren. Das ist doch wundervoll. Wundervoll ist allerdings nicht, dass wir auch schon wieder Halt zu erwarten haben. Wir nutzen dafür die dynamische Bremse. Ah, sehr schön, wir haben tatsächlich Fahrt bekommen. Das Signal ist gerade umgesprungen. Dann schalten wir ganz langsam Leistung auf. Wie gesagt, wir brauchen nicht aggressiv zu beschleunigen, können das ganz entspannt ganz langsam machen. Lass mal den Zug an uns vorbeifahren. Schön, schön, so einen langen Güterzug zu haben, der hier einfach sich durch die Kurven windet. Toll. Natürlich müssen wir weiterhin einen Blick für die Signale behalten. Hier einmal vorbei am Bahnsteig und zwar von Trechlingshausen. Tja, wir sind so lang, wir sind fast eine. Wir haben so viel Ladung, man könnte fast sagen, wir sind ein Schiff auf Schienen, ne? Unser Schiff hier auf Schienen, direkt neben dem Rhein. Eigentlich wäre das auch ein guter Folgentitel, oder? Schiff auf Schienen. Hier so schön entlang des Rheins. Hier am Schiff vorbei. Toll.
Ah, schon eine schöne Strecke, oder? Linke Rheinstrecke. Oh, gerade hier so ein Bild. Da muss ich doch noch mal ein Foto machen. Das sieht wirklich sehr schön aus. Nehmen wir das Sichtfeld einmal zurück. So. Ja. Ja, wir können noch mittlerweile ordentlich beschleunigen, sind mittlerweile 80 km/h schnell. Ich denke mal, viel mehr als 80, 90 sollten wir auch eigentlich gar nicht fahren. Da kommt noch ein ICE. Ja, also ordentlich was an KI-Verkehr hier unterwegs im Szenario. Oh. Und das wieder halt zu erwarten. Wir haben ja jetzt, glaube ich, zwei Regionalbahnen gesehen und einen ICE. Nicht schlecht. Dafür, dass es ein Creators Club-Szenario ist, die sind ja oft nicht ganz so gut, muss man leider sagen. Nicht alle, aber viele sind leider wirklich nicht besonders gut. Ist das hier schon wirklich echt? Eins, wo ich sagen würde, das ist schon sehr, sehr gut gemacht bisher. Gefällt mir sehr gut. Ich habe leider vergessen, wie das Szenario Autor im Creators Club heißt. Also erscheint wohl Lukas zu heißen. Aber ich glaube, das Signal ist umgesprungen, wenn ich das da richtig flackern sehe. Ich weiß allerdings nicht mehr seinen Namen im Creators Club. Allerdings, wie gesagt, das Szenario werde ich dann in die Videobeschreibung hineinpacken. Und wir haben Freifahrt und halt zu erwarten. Daher hören wir auch auf zu beschleunigen. Und lassen einfach rollen. Bestätigen das Ganze natürlich. Genau, PZB wachsam einmal gedrückt. Und dann schauen wir mal, wann das Signal kommt. Da jedenfalls noch nicht. Das sind die Entgegenrichtungen. So, 46 km/h. Und dann hier irgendwo hinter der Kurve wird sicherlich das nächste Hauptsignal auftauchen. Daher gucken wir mal hin. Ja. Ja, dauert noch ein ganzes Stück. Ah, da ist es. Da ist es und es ist grün. Hervorragend. Während wir hier vorbeifahren an Niederrheinbach. Dann befreien wir uns mal. Und gucken, dass wir wieder ein bisschen beschleunigen. Wir wollen ja auch nicht zu langsam hier unterwegs sein. Wir wollen ja doch zügig die jeweiligen Blöcke freimachen, damit auch die Züge hinter uns wieder fahren können. Deshalb dürfen wir natürlich auch jetzt nicht hier zu langsam durch die Gegend schleichen, sondern müssen schon gucken, dass wir halbwegs eine Geschwindigkeit halten, die dazu führt, dass die Züge hinter uns jetzt auch nicht ständig auf holzeigene Signale auffahren, so wie wir es die ganze Zeit tun, und zwar jetzt schon wieder.
Zugbeeinflussung. Bestätigt. PZB wachsam. Und ich kann mir schon fast denken, dass das nächste Hauptsignal, bis wir angekommen sind, wieder vielleicht umgesprungen ist auf Fahrt. Aber mal gucken. Wir lassen das Ganze natürlich eingebremst und ja, so wie ich es gesagt habe, ich glaube, das Signal ist für uns. Es zeigt nämlich Fahrt mit gleichzeitig halt zu erwarten. Ein bisschen beschleunigen wir wieder, vielleicht auf so 40, 50 km/h. 50 ist, glaube ich, ein ganz gutes Tempo. Dann sind wir sowieso immer unterhalb der Überwachungsgeschwindigkeit. Sind nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell. Die Leistung schon mal leicht rausnehmen. Und auch das wird wieder bestätigt mit PZB wachsam. Zugbeeinflussung. Für diejenigen von euch, die nicht mit der PZB fahren oder sie noch nicht ganz verstehen, versucht es einfach. Es gibt jede Menge gute Tutorials bei YouTube. Und da kommt uns ein ICE 1 entgegen. Sehr schön. Also da kann man bestimmt bisher wirklich vor dem Szenario-Autor sagen, Hut ab. Das Szenario ist wirklich gut gemacht bisher. So, das nächste Signal zeigt Fahrt an, wenn ich das richtig gesehen habe. Jawohl, und zwar hier in Bacharach. Bacharach ist auch so ein Wort, das Leute, die nicht Deutsch sprechen, typischerweise als ein sehr, sehr deutsches Wort phonetisch gesehen halten, weil vor allen Dingen die deutsche Sprache für diesen Laut sehr teilweise auch zum Spott genommen wird, ne, dass die deutsche Sprache ihm schwer zu sprechen sei, weil ständig diese ganzen Laute zu hören sind. Im IPA würde man das, glaube ich, mit so einem X-Symbol transkribieren, also das im phonetischen Alphabet. Also, ne, wenn ihr FreundInnen habt aus anderen Ländern, die nicht Deutsch sprechen, gebt denen nochmal das Wort Bacharach zum Lesen. Und dann könnt ihr auf jeden Fall sehr viel Spaß damit haben, mit der richtigen Aussprache dessen. Szenariotechnisch, das wurde schon angekündigt, müssen wir einmal zwischendurch halten, nämlich in Werlau. Allerdings können wir dann, glaube ich, sofort weiterfahren. Genau, der hier in Werlau. Da sollen wir dann halten. Und danach geht es noch weiter zum Koblenzer Güterbahnhof. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen mehr Fahrt auf.
hervorragend nächstes Signal zeigt Fahrt an. Ja, jetzt werden wir doch noch mal ein bisschen schneller. Vorsignal zeigt auch Fahrt an. Oh. Wilde Kameraführung. Stellen wir uns mal hier hin. Da kommt eine Beeinflussung. Zugbeeinflussung. Langsamfahrt zu erwarten. Was kommt uns da entgegen? PKP Vectron? PKP Cargo? Mit FALNS-Wagen? Ein kurzer kleiner Güterzug. Also wirklich, ich bin begeistert vom Szenario. Das ist wirklich gut gemacht. Ab hier gelten die 60. 60 werden es wohl sein. Ja. Warum auch immer. Anscheinend wechseln wir jetzt das Gleis. Aber warum, wenn wir durchfahren? Ja, einmal hier rechts rüber. Oh, wir dürfen sogar gleich nur 40 fahren. Das wurde aber nicht vorsignalisiert, lieber Simulator. Auch wirklich eine sehr schöne Lackierung, oder? Locomotive Workshop Rotterdam. Einmal vorbei an Oberwiesel. Ja, und jetzt werden wir wieder auf die Strecke geleitet, weil vermutlich in irgendeiner Form der Weg, der Fahrweg für den Szenario-Planner so vorgegeben wurde. Ja, genau. Und jetzt werden wir hier wieder das Gleis wechseln und zurück auf die Hauptstrecke fahren. Auch wenn das eigentlich komplett unnötig war. Genau. Wir können auch mal, sobald wir hier über die Weiche gefahren sind, den Roadrunner aktivieren. Dann wissen wir, wann wir wieder beschleunigen können. Schauen, dass wir schon mal auf die 40 hochkommen.
So, dann dürfen wir wieder 100 fahren. Einfach eine schöne Strecke, oder? Wenn man sich gerade dieses Bild hier anguckt, oder? Also, wenn wir mal einmal ganz kurz hier den hier machen. Wenn man sich einfach nur hier so einmal umguckt. Hier mit diesem kleinen Türmchen, links diesem Türmchen, den Weinbergen, die hier hochgehen, den Autos, die hier stehen, diesen kleinen schönen historischen Häusern auf der rechten Seite der Rhein, die Gleise, das sieht alles schön aus, oder? Also kann ich mir echt vorstellen, dass diese Gegend einfach nur toll ist. Die hat einfach alles, was das Herz begehrt, vor allen Dingen, was das Eisenbahnerherz begehrt. Ja, toll, ne? Hundert gelten ab hier. Und ob da vorne gleich 90 dürfte uns jetzt auch jeden Augenblick angekündigt werden. Ich hoffe mal, wir kriegen keine Beeinflussung, dürfte aber eigentlich nicht der Fall sein. Wäre ziemlich sinnlos. Wir sehen auch, wir haben 403 Kilowattstunden verbraucht und 130 aber auch schon zurückgespeist ins Netz. Haben also einen Gesamtumsatz von, oder einen Gesamtverbrauch, wenn man es so möchte, von etwas weniger als 300 Kilowattstunden bisher. So, hinter diesem Tunnel dürfte dann gleich auf der rechten Seite die Loreley vor uns sein. Oh, da kam noch eine 425 entgegen. Sehr, sehr schön. Und da ist sie. Die vielleicht berühmteste Felsformation am Rhein. War ja lange Zeit bei Release, hat ja hier der Rhein an der Stelle gefehlt. Die Wassertextur war einfach nicht da. Auch etwas, was natürlich eigentlich nicht passieren darf. Und der nächste Zug, 182 mit Containerwagen. Also wirklich, ich kann mich nur wiederholen, das Szenario unfassbar gut gemacht. Hier sind uns gerade wieder zwei Güterzüge entgegengekommen. Quatsch, nee, gar nicht, eine 425, ein Güterzug. ICE1, ICE3, 143 mit Dostos.
Eine 2.18 wird uns heute nicht entgegenkommen, weil dieses Szenario veröffentlicht wurde, bevor die 2.18 existiert hat. Beziehungsweise veröffentlicht wurde. Dementsprechend wird das leider heute nicht passieren, aber ist ja auch nicht so schlimm. Hier wieder der dauergeöffnete Bahnübergang. Dauerbetriebsgefahr. Und wir haben Langsamfahrt zu erwarten. Und müssen schnell runter auf unter 55 km/h, Langsamfahrt mit 60. Ah, es war ein bisschen sehr arg runtergebremst. Zugbeeinflussung. Ah, ich weiß nicht, ob wir uns da hätten befreien dürfen. Aber ich glaube, das war okay. So, auch hier gilt es wieder erstmal unter 55 zu bleiben, wegen der Beeinflussung. Ach so, okay, wir sind jetzt in Werlau. Da müssen wir jetzt hier einmal, glaube ich, anhalten. Ja, wobei, wir müssen gar nicht anhalten. Das Signal zeigt ja Fahrt an. Ja, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was der Simulator möchte. Ob was Schlechtes passiert, wenn wir einfach weiterfahren. Ich glaube aber nicht, weil dann wird er einfach nur sagen, dass wir halt die Aufgabe nicht erfüllt haben. Und dann wird er einfach zur nächsten weiterspringen. Das heißt also, wir könnten eigentlich auch durchfahren. Dann schauen wir mal, was er macht. Wir probieren es einfach mal aus. Wir halten jetzt nicht an, weil das Signal uns sowieso bereits Fahrt gibt. Und gucken einfach mal, was dort passieren wird. Mal gucken. Dürfen E60 fahren. Ah, das nächste Signal zeigt allerdings Fahrt an. Ich hoffe, ich habe das Szenario nicht kaputt gemacht. Aber eigentlich, wie gesagt, okay, gut, das Signal ist umgesprungen. Wie gesagt, das müsste eigentlich klappen, dass jetzt gleich irgendwann, wenn wir zu weit dran vorbeigefahren sind, die Meldung kommt. Ja, haben wir nicht geschafft. Genau jetzt. Genau, Ziel nicht erfüllt. Und jetzt springt er weiter auf das nächste Ziel, was in diesem Fall wäre Koblenz-Mosel-Güterbahnhof, Nebengleis 406. Und da wollen wir hin. Da müssen wir hin. Und das machen wir auch.
Toll. Und? Halt zu erwarten. Wir gucken, dass wir das natürlich nur mit der dynamischen Bremse machen. Ich sehe noch nicht das Signal. Mal schauen. Ja, hier könnten auch ruhig noch ein paar Fahrbahnmarkierungen sein. Ganz ohne oder noch ein paar Schilder. Wie bei Dresden-Riesa, da sind ja überall Schilder an den Seiten. Das ist richtig schön gemacht. Ah, ich glaube, das Signal ist umgesprungen auf Fahrt. Genau, das Vorsignal. Auf jeden Fall, ja. Zu den Zügen Richtung Mainz. Dann schalten wir wieder Leistung auf. Oh, sehr schön. Ein Nightjet. Mit einer Baureihe 101. Also ich muss echt sagen, das ist wirklich vielleicht einer der besten Creators Club-Szenarien, die ich bisher gespielt habe. Große, große Empfehlung. Spielt es auch mal. Man braucht einiges an DLCs für das Rollmaterial. Ne? Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Baureihe 193, Lok-DLC, linke Rheinstrecke. Bremen-Oldenburg. Für die 425, denke ich mal. Und noch ein, zwei weitere, aber es lohnt sich total. Aktuell ist ja sowieso, glaube ich, ein Steam-Sale. Also wenn ihr auf der Suche nach neuen DLCs seid, die ihr für einen billigen Preis schießen wollt, dann ist das jetzt an der Zeit. Okay, halt zu erwarten. Oder auch doch nicht? Nö, nicht mehr.
auf jeden Fall viel PZB-Action heute hier am Start und das bisher ohne Zwangsbremsung. Wahnsinn. Kommt auch nicht immer vor. Vorbei am nächsten Haltepunkt, der da heißt. Bad Sinzig. Bad Salzig. Und in Gegenrichtung scheint wohl auch ein Zug zu kommen. Da habe ich nämlich gerade noch gesehen, dass das Signal in Gegenrichtung ebenfalls auf Fahrt gestellt worden ist. Das heißt also, wir können in wenigen Augenblicken auch mit einem Gegenzug rechnen. Da bin ich auch mal wieder gespannt, was da entgegenkommt. Vielleicht ja eine 103. Ankündigung auf 120. Und freie Fahrt zu erwarten. Was wir auch erwarten können, ist unser Halt in Koblenz-Mosel in 16 Kilometern. Das ist aber noch ein ganzes Stück. Auch hier nochmal auf die Karte geguckt. Ja, ist noch ein bisschen. Signal zeigt Fahrt. Und das zeigt uns Halt an, beziehungsweise vorsignalisiert uns Halt. Und was kommt da? Das sieht aus wie eine kleine Rangierlok. Ist das etwa eine V60? Sehr schön. Okay, Vorsignal ist gerade umgesprungen. Ja, das Hauptsignal auch. Das heißt also, der 500er hier wird nicht scharf sein. Nee. Gut. Und da kommt schon der nächste Zug. Gerade noch die V60 an uns vorbei gedieselt mit den Dostos schon. Fährt die nächste S-Bahn an uns vorbei. 425er. Toll.
Also falls der Szenario-Autor das hier sieht und hört, wirklich tolles, tolles Szenario, mach weiter so. Ich würde mich freuen, dann noch die einen oder anderen auch hier auf dem Kanal noch zu zeigen, weil das wirklich schön gemacht ist. So, und dann befreien wir uns mal Zugbeeinflussung. und können ein bisschen schneller fahren. Aber ja, wir beschleunigen jetzt auch wieder nicht extremst schnell. Wir haben nach wie vor einen Zug vor unserer Nase. Also heute mal alles andere als entspanntes Fahren. Hier links übrigens eine kleine Steilstrecke, die da hochgeht. Auch hier wirklich einer der schönsten Stellen zum Trainspotten meines Erachtens. Man sich mal. Ja, wohin stellt. Da kam uns gerade was entgegen. Moment. Oh, sehr schön. Doch noch eine 103, die uns entgegengekommen ist. Und zwar in dieser wundervollen Lackierung. Wenn man sich zum Beispiel mal hier hinstellt. Dann sieht man hier schön den Zug entlang brausen, vor den Weinfeldern, dem Rhein. Oder? Richtig schön, wie der sich da so entlang schlängelt. Huch. Auch hier absolutes Landmark der Strecke, diese Stelle. Was halt hier leider komplett fehlt auf dem Rhein, sind tatsächlich fahrende Schiffe. Das finde ich super schade, dass sie nicht animiert sind, die Schiffe. Es gibt ja ein paar, aber die sind leider alle fest geankert, wenn man so möchte. Und wenn wir es so möchten, dann müssen wir es auch wieder halten. So, Zugbremse ist gelöst. Dynamische Bremse ist noch angelegt.
Und Vorsignal ist umgesprungen auf Fahrt. Wir beschleunigen wieder langsam. Nicht mit zu viel Zugkraft. Bringt eh nichts. Auch immer wieder schön anzusehen, die ganzen Burgen rechts und links entlang des Rheins. Toll. Eine einfach wunderschöne Gegend auch hier. Und ja auch einer der wichtigsten internationalen Eisenbahnkorridore Europas. Zumindest was den Güterverkehr angeht. Alles, was von Nord nach Süd muss, wird in der Regel über die linke und rechte Rheinstrecke befördert. Vor allen Dingen dem Güterverkehr entsprechend auf der rechten Rheinstrecke, auf dem linksrheinisch eher weniger, aber auch durchaus vorkommt. Und wir haben halt zu erwarten, da vorne ist auch schon das haltzeigende Signal. Na, spring um, komm schon. Idealerweise bevor wir am 500 Hertz Magneten vorbeigefahren sind. Das wäre toll. Na komm. Na, klappt leider nicht. Nee, schade. Dann versucht mir so weit wie es nur geht vorzurücken bis zum Signal, während uns da vorne schon wieder ein Zug entgegenkommt. Sieht aus wie Dostos. Ah, sehr schön. Das Signal ist umgesprungen. Wir bleiben aber jetzt unter 25 km/h. Ach süß. Ein Steuerwagen mit einer 143. So, weiterhin halt zu erwarten.
Leistung nehmen wir mal raus. Und laut HUD ist das Hauptsignal aber auch schon umgesprungen. Dann können wir doch noch ein bisschen beschleunigen. Schön wieder rechts, habt ihr es gesehen, der Laub, der dort hochgefächert wird. So, bis Koblenz sind es auch nur noch 8 Kilometer. Und da kommt uns eine 143 mit Dostos entgegen. Ist hier typischerweise 143 unterwegs? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Also wenn, dann wird es ja wohl eher die 146 gewesen sein. Oder früher noch die 110er. Aber ich glaube 143 waren nie so wirklich hier im Einsatz mit Dostos. War wenn, dann wohl eher eine Ausnahme. So, und da haben wir wieder Langsamfahrt zu erwarten. Und zwar mit 60. Ziehen wir die Zugbremse direkt auch mit an. Huch. Ups, was habe ich denn da gemacht? Ich habe mich verdrückt. Okay, das war mein Fehler. Ich habe mich verdrückt. Ich habe aus Versehen die Taste gedrückt, um die Fahrtrichtung zu ändern. Und das hat uns während der Fahrt natürlich eine Zwangsbremsung gegeben. Das war natürlich absolut mein Fehler. So, Bremse löst sich.
Jawohl, Leistung wird erhöht. So, Bremse ist fast vollständig gelöst. Und ich glaube, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr Leistung. So. Da sehen wir auch alle vier Fahrmotoren arbeiten gleichzeitig. Und das bestätigen wir nochmal. Zählt das als Zwangsbremse? Ja, irgendwie schon, ne? So, sind natürlich im restriktiven Modus bis 55 km/h. Jetzt ist die 1000 Hz-Beeinflussung weg, dann befreien wir uns auch und beschleunigen noch ein bisschen. Ich hoffe, über die Weiche können wir auch mit 60 fahren. Ja, das können wir. Wir sehen, verbraucht haben wir mittlerweile 1174 Kilowattstunden. Allerdings 400 auch wieder zurückgespeist. Das heißt, der Gesamtverbrauch beträgt gerade mal ungefähr 700, 700 bis 800 Kilowattstunden. Dann dürfen wir jetzt wieder beschleunigen. Allerdings kommt eh gleich wieder die Einschränkung auf 40. Dann, ja, genau, dann bringt es gar nichts, jetzt einmal hoch zu beschleunigen, wenn wir eh jetzt die Beeinflussung bekommen. So, unter 55 sollten wir aber schon noch kommen. Genau. Langsamfahrt zu erwarten. Und ab da vorne gelten dann 40 km/h, wenn ich das richtig sehe. Allerdings noch nicht ab dem Hauptsignal, oder doch? Ja, doch, ich glaube schon. Ja, wobei, nee, eigentlich noch nicht.
Aber gut, wir bleiben natürlich jetzt unter den unter 40. AFB einmal auf die 40 auch eingestellt. Können wir sogar noch ein bisschen Leistung dazu geben, dass wir jetzt nicht so sehr hier trödeln. Und dann fahren wir einmal an Koblenz Hauptbahnhof vorbei. Liebe Grüße an den Raphael. Ich hoffe, er wartet hier schon irgendwo auf mich. Und einmal hier rüber. Was steht hier noch? Das sieht aus wie eine 101er mit Eurocity-Wagen. Der SBB. Toll. Eurocity und Eurocity waren der SBB und der ÖBB. Und ein Dosto hat sich hier auch noch versteckt. So, der Intercity ist gerade losgefahren. Oder der Eurocity. Und der Dosto steht und ist bespannt mit einer 143. Wird wohl die Dresden-Riesa 143 sein. Also insgesamt jetzt hier zum Ende des Szenarios nochmal unterm Strich wirklich von 10 möglichen Vectrons würde ich diesem Szenario mindestens 8 geben. Kilometer noch. Ich glaube, ich habe schon mal. Hier irgendwo gibt es, glaube ich, ein Hotel. Und ich meine, ich habe schon mal hier geschlafen. In diesem Hotel. Oder war das da? Na, vielleicht war das eher hier so. Das kann glaube ich, eher sein. Ja, ich glaube, das war eher so hier an dieser Ecke. Genau, da kamen auch noch Züge aus der Richtung. Genau, dann habe ich schon mal genau hier irgendwo auch schon mal geschlafen. Einmal nach links rüber. Und dann halten wir in 800 Metern an und sind angekommen. Genau, ich wollte hier da diese bunte Anzeige auf dem Boden ausschalten. Die gefällt mir nämlich eigentlich gar nicht mal so sehr. So, 500 Hertz Beeinflussung ist aktiv, also schnell unter 25. Jawohl. Ein paar Meterchen. Ja, das passt eigentlich aber auch. Halten wir bündig am Signal und machen dann den Rest mit dem Bremsventil und ziehen die Lokbremse an. Jawohl, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe und macht's gut. Ciao, ciao.